Münster in Westfalen ist zum dritten Mal Gastgeber der internationalen Ausstellung Fahrwegtechnik, kurz IAF. Noch bis Donnerstag präsentieren 177 Aussteller aus 15 Nationen dort ihre Exponate. Insgesamt werden etwa 25.000 Besucher aus aller Welt erwartet. Schirmherr der Fahrwegmesse ist Volker Käfer, der Vorstandsvorsitzende der DB Netz AG. Zur Eröffnung betonte er, in der Branche herrsche keine Krisenstimmung. Im Gegenteil, bis 2011 rechnet Käfer mit einem regelrechten Bauboom. Die Krise ist für uns kein Grund, zunächst mal irgendwie innehalten und zu bremsen, sondern eigentlich ein Grund, schneller zu machen und mehr zu machen. Ein Grund dafür sind die Konjunkturprogramme, die die Bundesregierung aufgesetzt hat. Sie wissen, es gibt ein Konjunkturprogramm 1 und ein Konjunkturprogramm 2. Und aus diesen Konjunkturprogrammen fließen uns erhebliche Gelder für die Infrastruktur zu. Insgesamt sind es etwas mehr als 1,3 Milliarden, die über das eigentlich veranschlagte Budget dort verauslagt werden sollen. Zusätzlich plane die DB Netz AG ein Wachstumsprogramm, erklärte Käfer weiter. Damit solle die Kapazität des Netzes weiter erhöht werden. Die IAF ermöglicht auf 15.000 Quadratmetern Hallenfläche, 3.000 Quadratmetern Freigelände und 3.000 Meter Gleis einen repräsentativen Branchenüberblick. Sie gilt als herausragender Treffpunkt für Experten und Fachbesucher.